Wir sind hier im ehemaligen Staatsratsgebäude am Schlossplatz in Berlin, historische Stätte, und hier findet das Internet- und Gesellschaftskollaboratory statt, kurz CoLab. Mal wieder, ist nicht das erste Mal, verschiedene Teile, darüber werden wir jetzt reden, was das ist, was das soll, was dabei rauskommt, mit Max Senges. Er ist ja Mitbegründer und Organisator dieses Collaboratories. Herzlich willkommen, Max. Schönen guten Tag. Was ist denn das Collaboratory? Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, ich denke, der Name versucht schon ein bisschen darauf hinzuweisen. Es ist also kollaborativ und hat den Aspekt eines Labors. Das heißt, wir versuchen, Experimente, verschiedene Akteursgruppen zusammenzubringen. Speziell bringen wir zusammen Akademiker, zivilgesellschaftliche Akteure und privatwirtschaftliche Akteure, die sich dann zu einer Initiative zusammentun und über ein Thema Gedanken machen und das dann in so einem Workshop, wie wir ihn jetzt gerade hier abhalten, mit der breiteren Öffentlichkeit und speziell Kollegen von Politik und Verwaltung diskutieren und diese Perspektiven auch noch mit einbringen. Das Ziel des Ganzen ist es, den Diskurs um die Themen, wie das Internet die Gesellschaft transformiert, etwas zu bereichern und zu zeigen, dass eben gerade diese Konstellationen, wenn man heterogene Partner und Akteure zusammenbringt, die sich in so einem geschützten Raum Gedanken machen können, gute Ergebnisse liefert. Wir müssen das mal so ein bisschen aufteilen. Das eine sind sozusagen, das ist das Prozedere, das ist der Inhalt und das sind die Akteure. So, ne? Du bist jetzt bei Google hier in Berlin. Sag doch mal, welche Akteure sozusagen mitmachen. Die institutionellen Kooperationspartner sind Creative Commons, die Business School Salzburg und das Fraunhofer Fokus bis jetzt. Wir sprechen gerade mit Wikimedia und anderen Partnern, um das Ganze wirklich breit aufzustellen und als eine gute Plattform zu etablieren. Es geht darum, die Auswirkungen des Internets auf die Gesellschaft zu erforschen. Das habt ihr in, glaube ich, mehrere Aspekte und mehrere Veranstaltungen getrennt. Skizziere doch mal diese Themen und diese Veranstaltung, damit man so einen Vorstellung von diesem ganzen Prozess bekommt. Gerne. In der ersten Initiative haben wir uns die Frage gestellt, was eine gute Innovationskultur für die digitale Gesellschaft wäre. Das ist ja ein sehr schmerzhafter Prozess teilweise, wenn durch Entrepreneurship, durch Innovation, durch kreative Zerstörung alte Modelle, alte gesellschaftlich etablierte Businessmodelle und Praktiken gestört werden. Dazu haben wir eine Umfrage gemacht und die dann ausgewertet und diskutiert. Das war der erste Beitrag. Danach haben wir uns die Frage gestellt, wie das Konzept Open Government, was im angelsächsischen Raum gerade sehr erfolgreich erprobt wird, also die Öffnung der Regierungsstrukturen, nicht zuletzt durch die Nutzung von Internetfunktionalitäten, wie kann man das in den deutschen kulturellen und politischen Kontext übersetzen? Das war die zweite. Und jetzt kommen wir gerade in den Abschluss der dritten Initiative, die eins der Kernthemen auch der Internetökonomie beschreibt und behandelt, eine neue Organisation des Urheberrechts bzw. wie wir es nennen, Regelungssystem für informationelle Güter. So, das sind sozusagen diese drei Themenschwerpunkte, die ihr euch gesetzt habt. Und um das jetzt mal zu verstehen, muss man nochmal beschreiben, wie ihr diese Themen beackert. Also fangen wir mal, machen wir das mal exemplarisch an diesem ersten, diese Innovationskultur. Wie ist da der Prozess? Wer macht da was, über welchen Zeitraum? Also es läuft so, dass ich angesprochen werde, dass der Lenkungskreis angesprochen wird, hey, sollen wir nicht als nächstes das Thema X machen? In dem Fall werden wir jetzt als nächstes das Thema Privacy bzw. Privatheit und Öffentlichkeit im Internet angehen. Dann gibt es einen Bewerbungsprozess, wo wir Leute ansprechen bzw. Leute bei uns auf die Seite kommen und sagen, es finden sie interessant, wir wären gerne dabei. Diese Kerngruppe, die sich dann schon formiert hat meistens, die sagt, wir wollen jetzt an dem Thema weiterarbeiten, sucht dann ein möglichst heterogenes Team aus. Und dann treffen wir uns auch schon ziemlich schnell zum ersten Workshop, besprechen da ein Arbeitsprogramm, wie kann man dieses Thema greifbar machen, was sind die interessanten Aspekte für die öffentliche Diskussion, für die Experten selbst, was Konstruktives hinzukriegen. Und dann gibt es einen Prozess, der zwischen 3 und 6 Monaten läuft, Online-Diskussionen, Online-Kollaborationen, zusammen Texte schreiben und 2, 3 weitere Workshops beinhaltet und dann zum Schluss in einem Bericht endet, der die Themen zusammenfasst und dann für die Öffentlichkeit bereitsteht. Und
Beim ersten Prozess bewerben sich Leute und ihr ladet Leute ein, Experten, die sich dazu irgendwie äußern und die da mitarbeiten. Und die sind dann auch bei diesem mehrmonatigen Prozess da involviert und beteiligen sich online und bei den Workshops auch physisch selber, so wie hier bei so Diskussionen und Arbeiten. Und wird dann dieser Kreis nochmal erweitert irgendwann? Also grundsätzlich ist das Ziel des Collaboratories ja, eine Stimme für die Internet-Community auch zu sein und generell, sage ich jetzt mal, im politischen Prozess nicht so etablierte Stimmen einzubringen, Expertenmeinungen auszutauschen etc. Das heißt, wir arbeiten sehr oft mit Umfragen, wo wir qualitativ sagen, was ist eure Meinung zu einem bestimmten Thema? Dann werden wir so angeregt und beziehen diese Punkte in unsere Berichte mit ein. Andererseits gibt es immer einen Abschlussworkshop wie diesen hier, der öffentlich zugänglich ist und in dem wir speziell versuchen, die wichtige Akteursgruppe der Politiker und Ministerial- und Verwaltungskollegen dazu zu holen, um deren Perspektive, denn die beschreiben ja häufig diese Transformation in ihren Regelungsprozessen, in den politischen Diskursen, und denen die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen an unsere Experten und auch zu fragen, macht es Sinn aus eurer Perspektive, was wir da erarbeitet haben, ist das Ziel von diesem Abschlussworkshop. Okay, also es gibt diese Gruppe, die sich bewirbt, die kümmert sich um das Thema, macht verschiedene Workshops, arbeitet online zusammen, erstellt ein Papier, manchmal mit Hilfe von Umfragen und präsentiert das dann in einem Abschlussworkshop jeweils noch einer größeren Gruppe von, ja, sagen wir mal, Experten aus dieser politischen, administrativen Ecke. So, und das habt ihr jetzt dreimal gemacht. Vierte Mal ist Privacy. Am Ende steht dann immer so ein Bericht, gedruckter Form? Oder? Im Moment ist das noch ein sehr klassisches, kleines Buch, ne, was unsere Ergebnisse zusammenfasst. Wir sind jetzt gerade kurz davor, unsere Webseite neu zu launchen. Und dann wird es neben einem aufgepeppten Design und neuen Funktionalitäten auch eine deutlich erweiterte Funktionalität für den Bericht geben, sodass der online auch gleich diskutiert werden kann und wir so ein Gespräch mittelfristig über die Themen auch bei uns auf der Plattform ermöglichen. Du arbeitest jetzt für Google, hast das so mit organisiert. Welche Rolle spielt denn Google in diesem ganzen Prozess? Ja, Google ist der Mitinitiator und mit mir auch sicher einer der Organisatoren des Ganzen. Für Google selbst ist es aus verschiedenen Gründen interessant. Einmal gibt es ein schönes Bonmot bei uns in der Firma, das sagt, what's good for the Internet is good for Google. Also wir sind einfach grundsätzlich daran interessiert, vernünftige Regelungen für den Internetbereich zu finden. Das zweite ist, den Dialog innerhalb der deutschen Community zu stärken und neue Erkenntnisse zu gewinnen und den Diskurs zu bereichern. Und ein etwas höher gesteckter weiteres Ziel ist auch zu zeigen, dass so ein Multi-Stakeholder-Prozess, also wenn man die Akteure, die Betroffenen, die Betreiber zusammenbringt und in eine konstruktive Gesprächsatmosphäre schafft, da sehr viel effektivere Lösungen und vernünftigere Lösungen erarbeitet werden, als wenn nur die Politik als eine Akteursgruppe sich zusammensetzt und in ihrem klassischen Verfahren versucht, das Internet für die Gesellschaft nutzbar zu machen. Jetzt findet hier gerade die dritte Etappe so ihren Abschluss. Was ist denn so, sagen wir mal, für dich bisher so an Erkenntnissen dabei rumgekommen? Also was ist so, wenn man so das macht und das immer begleitet und immer dabei ist, dann bleiben ja so ein paar Sachen hängen, wo so Aha-Erlebnisse sind oder wo man so denkt, aus dem Grund machen wir das und deswegen ist das cool. Was sind das so für Sachen? Also ich glaube, dass es wirklich zeigt, wie politischer Diskurs heutzutage möglich ist, wie die Mittel im Online- und Offline-Bereich verbunden bessere Ergebnisse liefern als entweder oder. Es ist interessant zu sehen, vor allem finde ich, wie gut es aufgenommen wird, sowohl von den nicht politischen Akteuren, die sagen, ja, hier komme ich mit neuen Experten zusammen, mit denen ich vorher noch nicht gesprochen habe, eben auch die vielleicht die andere Interessensgruppe vertreten, jetzt im Fall von Copyright noch sehr viel greifbarer als bei den zwei ersten Themen. Und als letzten Punkt würde ich vielleicht noch anbringen, dass es eben
eine Möglichkeit darstellt, die es auch den Politikern ermöglicht, mal Zugriff zu kriegen auf diese Nerds, auf diese Leute, die sonst eigentlich eher mit ein bisschen Berührungsängsten konfrontiert sind, auf beiden Seiten, glaube ich. Also, dass wir es hinkriegen, eine Atmosphäre zu schaffen, die informell genug ist, dass ein Ministerialdirektor mit jemandem wie dem Daniel Dietrich einfach mal auf Augenhöhe diskutieren kann. Denn beide haben ja ihre Kompetenzen und ihre Fachbereiche und hier kommt es zu einem wirklichen Austausch. Für mich fällt das so ein bisschen in dieses Kapitel, sagen wir mal, was man ja auch jetzt in Berlin über die letzten 1,5 Jahre gesehen hat, gab es sehr viele Dialogversuche seitens, sagen wir mal, der Ministerien. Das BMI, Innenministerium hat das gemacht, Familienministerium hat das gemacht, Verbraucherschutzministerium, die haben sich dann immer ihre Leute aus der Internet-Community eingeladen, haben dann so eine Dialogveranstaltung gemacht und okay, dann muss man mal sehen, was da passiert. Und hier scheint mir das so, sagen wir mal, ähnlicher Ansatz, aber aus der anderen Ecke organisiert. Und diese Politiker, die er dann einladet, sind das, was für einen Rang haben die? Sind das so Minister oder aus welcher Hierarchieebene kommen die? Also das war eine der sehr erfreulichen Erfahrungen, muss ich sagen, dass eben die klassischen, eigentlich relativ hierarchisch geprägten Strukturen in der Politik hier im CoLab weniger eine Rolle spielen. Also wir haben wirklich vom Ministerialdirektor, also eins unter dem Minister, sehr viele Mitarbeiter im Bundestag, muss man sagen, Bundestagsabgeordnete selbst, speziell Leute natürlich aus der Enquete-Kommission für Internet und digitale Gesellschaft, die sind natürlich interessiert, hier den Input mitzunehmen, auch die Materialien zu haben, die ja speziell so entwickelt sind, dass sie einen leichten Zugang möglich machen. Also sie sind nicht an den Experten gerichtet unbedingt, sondern mehr im Sinne von Überblick- und Einblicksmaterialien. Und die werden, glaube ich, dann auch wiederum intern ganz gut weitergegeben und ermöglichen es den Politikern, die schon ein ganz gutes Verständnis haben, auch zu sagen, guck dir das mal an. Ja, das gibt die Stimmung und den Ansatz, den diese jungen, nennen sie Digital Natives, nennen sie Nerds, nennen sie einfach nur Internet-Experten, irgendwie vermitteln und die Denke ganz gut rüberbringen. Ne? Jetzt hast du, sag mal, so viel Prozessgewinne, so nenne ich das mal, erwähnt. Ne? Also neue Art von Dialog mit Leuten, neue Art, an diesen Themen zu arbeiten, online, offline zusammenzubringen. Was ist denn für dich so inhaltlich bisher passiert? Also ihr habt euch um Innovation gekümmert, um Open Government und jetzt um Urheberrecht, demnächst kommt Privatsphäre, aber das sind so die drei Themen. Ist da irgendwas so bei dir rumgekommen, was du bisher noch nicht so auf dem Zettel hattest? Sehr gute Frage. Also ich muss sagen, für mich war der Urheberrechtsdialog, den wir jetzt gerade führen, die größte Herausforderung, denn ich persönlich bin sehr optimistisch und als wir angefangen haben, habe ich eigentlich gedacht, wir schaffen es, wenn wir sagen, wir gucken 50 Jahre in die Zukunft, dass den Horizont so weit macht, dass man zu gemeinsamen Positionen kommen kann und sagen kann, okay, also auch wenn wir uns heute nicht so hundertprozentig verstehen, irgendwo am Ende des Tunnels ist Licht und wir sind uns einig, das sollte ein Urheberrecht leisten und auf die und die Veränderungen, die das Internet eben mit sich bringt, müssen wir eingehen. Das hat sich als nicht richtig herausgestellt. Also, dass wir jetzt hier eine heterogene Gruppe haben und viele Akteure zusammenbringen, die auch sehr wohl zivilisiert und konstruktiv miteinander reden, heißt nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also in dem Fall haben wir zweimal mindestens das CoLab umbauen müssen, während wir in der Initiative drin waren. Einmal, um zu sagen, wir müssen verschiedene Szenarien abbilden, die irgendwie Möglichkeiten darstellen und zum anderen eben in dem Policy-Paper-Bereich wirklich eine Gruppe finden, die dann ein Paper auch schreiben kann, was zwar relativ ein Konsens innerhalb der Gruppe, einer großen Subgruppe des Collaboratories, aber heute hat sich auch herausgestellt, es wird nicht von allen angenommen und das finde ich auch gut so, denn ich glaube, bei dem Urheberrechtsthema ist einfach die Spanne so breit,
dass man, wenn man es allen recht macht, letztendlich nur sehr wenig sagt. Insofern haben wir uns jetzt entschieden, mit dem Policy Paper schon was Kantiges zu produzieren und dann aber wiederum dem Anspruch der Plattform gerecht zu werden und den Kollegen aus dem Expertenkreis, die nicht der Meinung sind, dann ihre Kommentare darauf zu bringen etc. Und so hoffen wir, dass es ein guter Anfang auch für die Online-Diskussion dann von dem Bericht wird und der neuen Möglichkeiten, die wir auf der Webseite anbieten. Das hätte mich jetzt aber auch so, also das würde einen ja fast schon ein bisschen misstrauisch machen, wenn man zu so einem Thema wie dem Urheberrecht, weiß ich nicht, wie viele Leute habt ihr jetzt eingeladen? Wie viele, 40 Leute einlädt und da irgendwie so einen breiten Ansatz hat und dann am Ende sagt, ja, wir sind jetzt alle einer Meinung, das ist hier irgendwie die Vision des Urheberrechts. Das hätte einen ja schon fast ein bisschen misstrauisch gemacht. Ich wollte noch mal ein paar Sachen zu dir jetzt fragen. Also ich meine, wenn man so hört, so ja, Google, man arbeitet so bei Google in Berlin. Was ist das denn so? Also was macht Google hier in Berlin? Ist das so eine Art Dépendance, so eine Botschaft oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also Google hat ja seinen ursprünglichen Sitz in Hamburg. Dann haben wir eine Entwicklungszentrale in München, noch zwei, drei kleinere Büros auch in Düsseldorf und Frankfurt. In Berlin sind wir nur sehr wenige und eigentlich so von der Struktur des Büros her, wie fast alle Google-Büros, so ein bisschen was von allem. Es gibt Entwickler, es gibt Sales-Kollegen, es gibt PR, es gibt also wirklich fast alles. Ich bin jetzt in einem Policy-Team. Das beschäftigt sich also genau mit diesen Fragen. Public Policy heißt übersetzt Internetpolitik mehr oder weniger. Und das heißt, wir suchen einerseits die Gespräche mit den Politikern und den Ministerialkollegen und andererseits bilden wir eben mit dem Collaboratory und anderen Aktivitäten, die wir hier machen, eine Gesprächsplattform und die Möglichkeit, nicht immer, ich sag mal, man tendiert ja dazu, in solchen politischen Diskussionen das größte greifbare Beispiel zu nehmen. Da liegt Google öfter nahe. Und wenn man sich eben zusammentut und mit Wikipedia und mit den Kollegen, die eben auch in dem Thema dran sind, gemeinsam spricht, hat das nochmal eine andere Wahrnehmung, als wenn Google alleine diskutiert. Aber ist das so eine Art, kann man das so als, sagen wir mal, so politisches Lobbying bezeichnen, was ihr macht in Berlin hier? Also das ist die politische Interessensvertretung, genau. Ja. Wie bist du denn da so hingekommen? Kannst du das mal so in ein paar Sätzen skizzieren? Also woher du so kommst, aus was für einem Teich? Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe hier in Berlin Wirtschaftsinformatik studiert, bin daraufhin durch meine Diplomarbeit bei den Vereinten Nationen gelandet, habe mich da mit Knowledge Networking, also wie man Wissen besser in großen Organisationen verteilt. Das hat sich als eine Herkulesaufgabe bei den Vereinten Nationen herausgestellt, wo ich gestehen muss, dann nach einiger Zeit die Waffen gestreckt zu haben. Du wolltest die UN reformieren. Und daraufhin habe ich eine schöne Chance gefunden, in Barcelona an einer virtuellen Uni ein PhD-Programm anzufangen, das sich eben genau um die Wissensgesellschaft, die Informationsgesellschaft gedreht hat. Habe da dann promoviert und im Postdoc, also in dem in der Nachforschungsphase nach der Doktorarbeit, bin ich nach Stanford gegangen und das hat ja bekanntlich eine ganz gute Verbindung zu Google rein und habe so Google-Mitarbeiter kennengelernt, ein Forschungsprojekt bei Google gemacht und so dann die Verbindung gesehen. Eigentlich durch eine ganz andere Verbindung. Ich habe vorher eine Multi-Stakeholder-Initiative im Kontext von dem Internet Governance Forum gemacht, die sich mit Internet Rights and Principles beschäftigt, also Menschenrechten als Grundlage für Internet Governance-Lösungen. Letzte Frage. Jetzt habt ihr dreimal so ein Collab gemacht. Das vierte ist in Planung. Wie soll das denn so weitergehen? Was ist denn jetzt so die Perspektive davon?
Also ich glaube, dass wir langsam so unsere Gangart gefunden haben. Wir haben die ersten zwei Initiativen auch jeweils ein Quartal lang, 3 Monate lang gemacht, jetzt die etwas größeren 6 Monate. Ich denke, diese Initiativen zu momentan aktuell spannenden Themen wird es weitergeben. Das ist noch nicht so ein Ende, so nach 5 ist Schluss oder so. Das gibt's es ist eigentlich als eine kontinuierliche, eher eben ein bisschen in die Breite noch gehende. Wir suchen Kooperationen mit politischen Stiftungen, anderen Stiftungen, Kooperationspartnern, also so das Ganze ein bisschen mehr zu etablieren, auch im eben gerade schon traditionellen politischen Diskursraum. Und dann soll es neben den Initiativen auch Arbeitsgruppen geben, sogenannte Ohus. Ohu bedeutet auf Maori, also indogen, neuseeländisch, Arbeitsgruppe oder Communal Workforce. Und diese Ohus sind praktisch konstante thematische Arbeitsgruppen. Da gibt es jetzt zunächst 3 Stück sind jetzt schon zugesagt. Eine zu Open Government, eine zu internationale Organisationen und Internet Governance und eine zu Medienkompetenz und digitaler Integration. Und in diesen Gruppen treffen sich dann ähnlich wie im CoLab auch, bloß in dem Fall auch mit Politikern und Ministerialkollegen, die Leute zum Stammtisch zum Austausch und haben dann die Möglichkeit auf den Budgettopf vom CoLab sich zu bewerben, völlig unformal einen Antrag zu stellen an den Lenkungskreis und dann hoffentlich spannende Initiativen und kleinere Roundtable-Gespräche und Ähnliches zu organisieren. Und wie unterscheidet sich das jetzt vom CoLab, diese Ohus? Wie ist da so die Ohus sind Teil des CoLabs. Ja. Das CoLab besteht einerseits aus den Initiativen, die wirklich 30, 40 Experten exklusiv für diese eine Initiative zusammenbringen. Die Ohus sind Arbeitsgruppen, die konstant agieren und keine spezielle, die Initiativen am Anfang und ein Ende und ein konkretes Budget, Workshops und so weiter. Die Ohus arbeiten einfach wie eine klassische Community of Interest und verfolgen dann ihr Thema und können so weiter am Ball bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft eben dann aus den Ohus auch irgendwann die Anfrage kommt, können wir nicht mal wieder eine Initiative machen, zum Beispiel zu internationalen Fragen im Internet Governance. Okay. Na super, ja, vielleicht sieht man sich dann ja an anderer Stelle mal wieder. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich freue mich auch.